Philipp Navrat. Ein 27-jähriger Biathlet mit vielen Facetten. Konzentriert am Schießstand und in der Loipe. Experimentierfreudig. Hab letzte Woche mal das erste Mal mich ausprobiert mit Zwetschgenmarmelade. Ruhig und gelassen in der Natur. Und auf dem Mountainbike. Umso härter, umso steiler, umso mehr Gelände ist natürlich für mich besser und macht viel mehr Spaß, ja. Spaß ist ein gutes Stichwort für sein Debüt auf internationaler Biathlon-Ebene in Presque Isle in Amerika. Dort holte er 2014 zusammen mit der deutschen Staffel Gold bei der Junioren-WM. Für mich war das genial. Das war so das erste Mal, eigentlich in die Welt, internationale Welt einzutauchen. Seit einigen Jahren wohnt der gebürtige Allgäuer hier in Ruhpolding. Die Nähe zum Stützpunkt bietet die besten Voraussetzungen, um sich durchzusetzen gegen die harte Biathlon-Konkurrenz. Morgens um 8.30 Uhr gehe ich hinter ins Stadion zum Trainieren. Das dauert meistens bis 11, 11.30 Uhr. Dann komme ich wieder hier zurück. Mach Mittag, Mittagspause, koche hier meistens was und dann fahre ich nachmittags wieder hinter um 3 Uhr ungefähr wieder ins Training. So ist eigentlich der Trainingsalltag hier. Und manchmal, da bleibt auch mal Zeit, um was Neues auszuprobieren. Ja, hier ist unser Zwetschgenbaum. Hab letzte Woche mal das erste Mal mich ausprobiert mit Zwetschgenmarmelade. Und ist soweit gelungen, habe jetzt schon erstes positives Feedback bekommen von meinen Nachbarn. Und frisch gestärkt mit einem Marmeladenbrot aus eigener Herstellung kann Philipp Navrat seiner Zweitlieblingssportart natürlich nach dem Biathlon nachkommen. Ich habe das in meiner Jugend, in meiner Kindheit schon viel gemacht. Mein Papa hat mir da viel mitgenommen und ja, macht riesig Spaß. Wir wünschen Philipp Navrat, unserem jungen Wilden, viel Spaß und Erfolg in der kommenden Saison.